Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Polybridge. Ja, das wird jetzt der erste Part, der nicht aus zwei zusammengeschnittenen Parts besteht, sondern den ich mit einem Timer stoppe, damit ihr nicht jedes Mal die An- und Abmoderation drin habt. Ja, und wenn der Timer sagt, da ist noch Zeit, dann machen wir noch eine Brücke. Und wenn der Timer sagt, da ist keine Zeit mehr, gibt es halt keine weitere Brücke. So einfach wird das sein. Gut, was haben wir hier denn für eine Brücke? Wir haben 18 Straßenteile, 160.000 Budget, Alter. 4 Schiffe müssen durch. Und das wird eine mega lange Brücke, wie ich gerade sehe. Wir haben alles. Wir haben komplett alles. Okay, ich möchte erstmal schauen. Das ist wahrscheinlich genau darauf ausgelegt, dass das hier einmal durchlaufen muss. Ja, sieht danach aus. Ja, das wird der 20. Part, wenn ich mich nicht täusche. Der 19. ist heute hochgeladen worden. So, es geht genau auf. Wir haben Hydraulik unbegrenzt, das ist schon mal gut. Die Frage ist jetzt nur noch, wie wir es hier stabilisieren. Ich würde schon wieder überlegen, hier eine Stahlkonstruktion zu basteln, hier mit Kabeln dann jeweils zu verbinden, hier eine Federung reinzuspannen. Wäre das eine Idee? Also, ach. Moment. So. So ungefähr stelle ich mir das vor. Das Ganze dann hier mit Kabeln ein bisschen stabilisieren. Danke. So. Und dann könnte man hier in der Mitte die Federung spannen. Hoppala. Ja, war jetzt vielleicht nicht die beste Idee, oder? Oder lassen wir das so? Und hängen wir die Brücke dann da so dran? Nee. Sowas machen wir nicht. Wir machen eine normale Stahlkonstruktion einfach. Entschuldigung. Eine Frage war in den Kommentaren, auf die ich mal schnell eingehen möchte. Ich sollte doch etwas über mich erzählen. Ich glaube, LDG LP hat das gefragt oder so. Irgendwie so spricht man ihn aus, wenn ich es mir richtig behalten habe. Dazu hat er genannt Alter, Hobbys, Lieblingsfach. Ja, was kann ich denn über mich erzählen? Also, Hobbys sind recht offensichtlich, denke ich mal. Ich meine, ich mache das hier ja quasi als Hobby. Eben YouTube. Ja, nebenbei wird noch ein bisschen privat natürlich gezockt, mit Freunden und so. Aber, ja. Was früher ein sehr, sehr großes Hobby bei mir war, war Lesen. Ich weiß nicht, ob ihr den Autor noch kennt. Eigentlich ist er sehr, sehr bekannt. Die meisten müssten ihn kennen. Und das war Karl May. Ich habe Karl May-Bücher gelesen wie sonst etwas. Ich habe die geradezu verschlungen. Heute kennt man fast nur noch die Filme, habe ich so den Eindruck. Also wenn man ihn überhaupt noch kennt. Falls er jemandem nichts sagt, Karl May war der Erfinder gewissermaßen von Winnetou, Old Shatterhand und vielen, vielen anderen Figuren. Aber Winnetou und Old Shatterhand waren halt die bekanntesten von ihm. Ja. Und wenn ihr meine Empfehlung zu den Filmen und Büchern haben wollt, dann lest die Bücher und lasst die Filme weg, weil ja, die Filme haben, finde ich, nichts mehr mit dem zu tun, was Karl May mal erschaffen hat. Ach, Blödsinn, was mache ich denn hier gerade? Ich bin schon so am Labern, dass ich hier alles total verpeile.
So, was wollte ich gerade erzählen? Ach, ich war bei Karl May, genau. Genau, lass die Filme weg, weil ich finde, also das ist jetzt natürlich eine private Sache, aber die Filme fand ich nicht besonders gut umgesetzt. Die Bücher haben einfach einen anderen Charakter. Also wenn, dann muss man es getrennt betrachten und die Filme als eigene Geschichten ansehen. Boah. Was mich da übrigens sehr geprägt hat in den Büchern, war dann meine Liebe zur Geschichte, weil Karl May eben auch sehr viel Geschichtliches mit einfließen lässt. Und dadurch entstand dann mein Lieblingsfach. Ja, Lieblingsfach war bei mir Geschichte. Hatte ich dann auch als Leistungskurs im Abitur. Die Note war zufriedenstellend. Ansonsten, ein anderer Leistungskurs war Mathe, aber da war ich nicht so gut. Ja, und zu meinem Alter. Da würde mich jetzt tatsächlich viel mehr interessieren, wie ihr mich einschätzt. Weil ihr hört die ganze Zeit ja nur meine Stimme. Ihr seht ja nicht wirklich mein Gesicht. Okay, ihr habt das Bildchen, ihr habt das kleine Profilbild bei YouTube. Quasi Profilbild. Wobei ich natürlich nicht weiß, wie aussagekräftig das für euch ist. Aber ich kann euch sagen, ja, so ungefähr wie auf diesem Bild sehe ich auch in echt natürlich aus. Von daher könntet ihr das ja mal einschätzen. Ihr habt ja so ein paar Hinweise, Stimme, Bild. Ihr wisst, dass ich studiere. Also würde mich mal interessieren, was ihr denkt, wie alt ich bin. Wie alt sich meine Stimme inzwischen anhört. So, und mich würde jetzt interessieren, ob das hier funktioniert. Wahrscheinlich nicht. Korrekt. Wie viel haben wir denn noch? Noch ungefähr 40.000. Ja, okay. Jo, so viel gibt es zu mir zu erzählen. Ich weiß nicht, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr natürlich fragen, ob ich eine Antwort darauf geben werde. Weiß ich nicht. Gut. Wir müssen jetzt auch mal gucken, falls das nämlich hier nicht funktionieren sollte mit der Stahlkonstruktion, wie wir das dann machen. Das hält immer noch nicht. Wir sind jetzt schon echt sehr, sehr eng am Budget. Wo bricht's denn? Überall. Es ist einfach zu lang, ne? Und wir dürften gleich out of money sein. Ich weiß gar nicht, wo der Prozentsatz liegt. Also ich nehme an, dass es ein Prozentsatz ist. Okay, wir sind noch nicht mal out of money. Gucken, ob das so besser funktioniert. Ja. Nicht wirklich. Problem ist auch, dass wir hier unten nichts stabilisieren können, so wie ich es eigentlich haben möchte. Okay, dann machen wir das Ganze hier wieder weg. Dann probieren wir es vielleicht doch mit der Federung. Federung spannen wir hier einmal rüber. Da oben wollen wir keinen Split-Join. Und dann, was machen wir denn dann? Oh,
Das sieht so unübersichtlich aus. Beziehungsweise sieht vor allem sehr komisch aus, wenn man hier so eine Federung hat. Irgendwie gefällt mir das nicht. Vielleicht müssen wir hier das Türmchen einfach höher bauen. So vielleicht. So könnte ich es mir zumindest ein bisschen vorstellen, dass das funktioniert. So, das sieht schon mal deutlich besser aus. Das sieht viel besser aus. Und dann mit Kabeln hier einfach alles befestigen. Kabel, so. Einfach hier mit Kabeln. So, mal schauen, ob das hält. Nö. Ich setze es jetzt mal die Geschwindigkeit auf 20%. Ich will sehen, wo es bricht. Das bricht einfach hier überall. Also soweit könnte ich das hier noch ohne weiteres stabilisieren. So. Das zerreißt es trotzdem. Puh. Und wenn wir die Stahlträger hier rausnehmen. Zerreißt es trotzdem. Okay. Wie könnten wir das jetzt hier noch regeln? Ich glaube, das wird diesmal nur eine Brücke. Einfach weil ich keine Ahnung habe, was ich hier noch machen soll. Ich glaube, man müsste das Gewicht irgendwie mit Kabeln oder so nochmal verteilen. Aber dafür müssten wir hier noch ein Stück höher bauen. Machen wir das doch einfach mal. Ausprobieren kostet ja nichts. Na, kommt schon. Ach jo. Im Ernst?
wie umständlich. So. Und hier einfach ein bisschen höher bauen. Ahoi, Slugabout. Frage ist nur, was das Häusle so kann, ne? Momentan kann es einfach nur dumm dastehen. Und versuchen, gut auszusehen. Mehr ist da gerade irgendwie nicht drin. Spaß machen wir uns halt hier natürlich. So, auf welcher Höhe waren wir hier irgendwo? Ja, irgendwie sieht mir das hier noch nicht stabil genug aus. So, und wenn wir dann jetzt hier die Federung spannen, also die Federung hält es erstmal aus, das ist schon mal gut, jetzt müssen wir nur noch gucken, wie wir es mit dem Rest machen. Wir dürfen es auf keinen Fall zu schwer machen. Aber zumindest diese ersten Teile hier würde ich ganz gerne irgendwie so schon mal abstützen können. Damit es hier auf jeden Fall schon mal hält. Ja, gut. Also die Teile halten schon mal. Das ist wichtig. Das Gute ist, was ich vorhin eigentlich gar nicht bedacht habe, wir brauchen keine Doppelhydraulik, sondern eine einfache müsste reichen. So, das hält es auch schon mal aus. Dann brauchen wir jetzt hier eine Hydraulik, hier eine. Gefällt mir irgendwie schon ein bisschen besser. Das sieht so aus, als könnte es funktionieren. Aber so hoch müssen die nicht sein. Die Dinger müssen sich ja nur ein ganz klein bisschen anheben, damit die Schiffe durchkommen. Und das war's. So. Und dann spannen wir hier mal ein paar Kabel. Spinnenmäßig aus, wenn ihr mich fragt. So wie so ein Spinnennetz irgendwie, das noch nicht ganz vollständig ist. So. So, sieht mega interessant aus. Hält auch nicht. Wir haben noch ein bisschen Budget.
Was machen wir denn jetzt? Aber das hilft ja nichts, wie wir festgestellt haben. Das ganze Gerüst hier kann eventuell unnötig gewesen sein. So, wenn wir einfach hier alles ein bisschen kleiner machen. Hält das? Noch nicht ganz. So wie es aussieht, wird das nicht halten. Ich weiß aber auch ehrlich gesagt nicht, wie wir das irgendwie noch stabilisieren können. Außer vielleicht tatsächlich irgendwie auf so eine Art. Und dass wir es dann da einfach drauf stützen. Aber das wird die niemals aushalten. Weil theoretisch fahren die Schiffe ja nur hier durch. Die brauchen ja nicht unterm Wasser fahren. Das sind ja keine U-Boote. Genau, hält nicht. Puh. Jawohl, Moment, so, das geht einfach viel schneller. Was können wir denn machen, Mann? Wir sind schon bei einer halben Stunde. Also fast eine halbe Stunde, 7 Minuten noch. Ich will diese Brücke hinkriegen. Ich weiß aber nicht wie. Andererseits, vielleicht funktioniert das ja jetzt hier mit dem Gerüst besser. Wow, das Ding hält da oben tatsächlich. Gut, dann könnten wir das hier oben jetzt nochmal probieren. Nicht mit einer Federung, mit Kabeln. Wir sind über dem Budget. Nein. Jetzt wartet doch mal, bis wir hier fertig sind. Das kann ja nicht angehen. Gut, dann sind wir halt über Budget, ist jetzt auch nicht schlimm. So, das hält es so halbwegs. Die Dinger sind natürlich schwer. Aber er kommt schon mal rüber. Jetzt hängt alles daran, ob die ordnungsgemäß aufgehen. Thank you.
Die kommen durch, aber was ich gerade sehe, das Ding muss so rum. So, jetzt machen wir das. Keine Ahnung, was das war, bei mir ist es gerade kurz abgeschmiert. So. Dann einmal bitte durch mit euch. Und dann dürft ihr euch gerne wieder zusammenfügen. Hey, das funktioniert. Cool. Wir sind zwar über dem Budget, aber das soll mich jetzt nicht groß jucken. Wir haben es geschafft. 25 Minuten, sagt mein Timer. Ja, ich bedanke mich bei euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Wie gesagt, schreibt mal in die Kommentare, was ihr denkt, wie alt ich bin. Das interessiert mich mal. Ansonsten, bis zum nächsten Mal. Ciao, haut rein.